Ich dachte mir das so, dass wir vielleicht damit anfangen, dass jeder mal ganz kurz so ein Programm entwirft, wenn es schon Wunschkonzert heißt, was er sich so vorstellen kann für die digitale Agenda. Digitale Agenda ist ja jetzt auch eines der ganz großen Worte dieser Bundesregierung, die hat sich da viel vorgenommen. Und jetzt nicht alles möglicherweise, also sagen wir mal, das Breitbandnetz im ländlichen Raum interessiert hier nicht so, was gut wäre für die Zukunft was wir die Kreativwirtschaft nennen. Sie wissen gar nicht, wie kreativ Verwaltungsleute sein können. Nachdem Rainer Sondkowski Rolf Rüssmann zitiert hat, möchte ich ergänzen, als einer, der am Rand des Ruhrgebietes groß geworden ist, da gibt es den Spruch, vor der Hacke ist es dunkel. Und das verbinde ich dann mit einem Verwaltungserlebnis, eine Reminiszenz. Ich habe 68 in der Kommunalverwaltung angefangen und einer meiner ersten Echtzeiterlebnisse war, und da fühlte ich mich als Held der Modernisierung, das Einwohnermeldeamt in die Welt der Automatisierung zu überführen. Das ist zwar die Einwohnerkarteien, die wurden dann erfasst und ich war der Held, der die Lochbelege zum Rechenzentrum fahren durfte, um sie in das Lochkartenlese- und Sortiergerät einzulegen. So lange ist das her, jetzt rede ich wie ein alter Mann vom Krieg, aber das heißt, dieser Prozess des Wandels ist enorm und wenn ich Bezug nehme auf die Debatte, die vorher hier gelaufen ist, am Anfang dieser unglaublichen Verdichtung und Beschleunigung dieses Prozesses glaubten halt viele, sich auf einer Allmende zu bewegen, in der sich alle frei bewegen können, einer Utopie zu folgen. Und das ist, Gott sei Dank hat das andere Bahnen angenommen und insofern greife ich auch Herrn Dopp auf. Was wir brauchen, ist eine stärkere Ordnungspolitik, um das einzubinden und die Stichworte, die genannt worden sind, dass wir wirklich auch im Bereich des Urhebervertragsrechts bestimmte Dinge einziehen müssen, die dazu führen, die hier auch gar nicht bestritten werden, dass den Künstlerinnen und Künstlern das zukommt, was ihnen gebührt. Das sind Konfliktregelungsmechanismen, die im Moment nicht existieren und ins Leere laufen. Die Hinterlegungspflicht ist genannt worden. Das Stichwort Providerhaftung, wen packt man wirklich, ist ebenfalls genannt worden. Eine zweite Anmerkung. Und etwas abgesetzt auch von Rainer Sondkowski in seinem Diskussionsbeitrag. Ja, Kultur ist Teil der Wirtschaft. Ich würde ergänzen, viel stärker ist Kunst und Kultur Teil der Gesellschaft, nicht per se Bestandteil des Marktes. Ich sitze hier als Kulturpolitiker, der aber gleichzeitig die ökonomischen Wertschöpfungsketten mitdenkt und sieht. Und insofern, glaube ich, ist es sehr wichtig, dass diese Debatten weitergeführt werden. Wir haben in der Koalitionsvereinbarung einige Eckpunkte, die insbesondere auf das Urheberrecht abzielen. Digitale Agenda meint aber mehr. Es gibt gerade im Bereich auch der Kulturinstitutionen eine starke Notwendigkeit der Innovation. Wenn ich alleine die Deutsche Digitale Bibliothek als Projekt benenne oder auch die Art und Weise, wie sich öffentliche, aber auch andere Kulturinstitutionen mit ihren Werken in dem Publikum zuwenden, dann sind das unglaubliche Felder, wo klassisch lineare, analoge eine Präsentationsform sich ebenfalls verändern. Insofern hat es auch in der Kultur- und Medienpolitik vielfältige Facetten, die wir angehen und die eine hohe Priorität in dieser großen Koalition haben. Bevor wir das vertiefen, Frau Hubbach, Sie als kulturpolitische Sprecherin jetzt der Linken, Sie könnten jetzt Gesetze schreiben. Was würden Sie sagen, das muss da rein? Ja, wir haben auch schon Gesetzentwürfe geschrieben. Zum Beispiel haben wir als erste Fraktion 2012 einen Gesetzentwurf für eine Änderung des Urhebervertragsrechts vorgelegt. Ansonsten stehen wir natürlich vor den Herausforderungen, einmal die EU-Richtlinie zu den Verwertungsgesellschaften bis 2016 umzusetzen. Und des Weiteren wird natürlich insgesamt in der Urhebergesetzgebung eine Anpassung und Änderung zu erwarten sein und das Eckpunktepapier wird voraussichtlich von Herrn Oettinger noch vor der Sommerpause vorgelegt werden und dann müssen wir erstmal schauen, was darin enthalten ist und wo wir noch ergänzen müssen oder wo wir nicht mit zufrieden sein können. Insgesamt stellt uns natürlich die digitale Agenda, wie sie immer wieder Schlagwort ist, vor vielerlei Herausforderungen. Einige hat ja auch Herr Ehrmann schon angesprochen.
Das sind einmal die Gesetzesanpassungen an die Änderung der Digitalisierung, der digitalisierten Welt, dann natürlich auch die Anpassung an das EU-Recht und des Weiteren natürlich auch setzen wir uns sehr stark dafür ein, dass die Urheberinnen und Urheber zu ihrem Recht kommen, was auch momentan noch nicht in Gänze funktioniert mit dem bestehenden Urhebervertragsrecht und dass da einfach die Verhandlungsbasis für die Urheberinnen und Urheber weiterhin gesichert ist, sodass auch eine kulturelle Vielfalt erhalten werden kann in diesem Bereich. Vielleicht sagen Sie nochmal, weil Sie ja Vertreterin der Opposition im Augenblick sind, wo unterscheiden Sie sich im Wesentlichen von den beiden hier Herren, die Regierungsparteien vertreten? Ich denke, wir legen einen stärkeren Fokus für die Rechte der Urheberinnen und Urheber, da Sie natürlich auch denken, von diesem Bereich leben müssen und was einigen sicherlich, die gut verdienen und bekannt sind, gelingt, aber die meisten Künstlerinnen und Künstler leben doch noch so um die 1000 Euro im Monat. Mhm. Es gibt da die Durchschnittszahl und davon kann man eigentlich nicht leben und das wollen wir verbessern und wollen wir ändern. Natürlich wissen wir auch, dass die Kreativwirtschaft der drittstärkste Akteur im wirtschaftlichen Bereich ist und wir müssen also beide Seiten ausmitteln, dass für beide da die Bedingungen verbessert werden. Gut, also als Künstler bin ich eigentlich bei Frau Hubach an der richtigen Adresse, Herr Ebeling? Nach den Worten jedenfalls schon, ob nach den Taten ist eine andere Frage. Ich glaube, wir haben uns als Koalition zum Thema Urheberrecht eine ganze Menge im Koalitionsvertrag vorgenommen. Ich will aber mal einen Schritt zurück machen und damit vielleicht auch mal ganz untypisch anfangen, mit einer Literaturempfehlung. Ich lese im Moment einen dystopischen Roman von Leif Rand, der ist gerade vor 2 Wochen rausgekommen, kann ich mir übrigens sehr empfehlen. Der erzählt von einer Welt, in der endzeitlicher Friede herrscht, weil ein weises Computersystem, das alles erfasst und aus den Daten die absolute Gleichheit herstellt, sozusagen die Welt lenkt. Und wenn ich am nächsten Morgen, nachdem ich das abends jetzt weggelegt habe, aufwache, dann weiß ich, bin ich erstmal froh, dass ich in so einer Welt nicht lebe. Und dann weiß ich, warum es sich dafür lohnt, sich einzusetzen, dass das Urheberrecht und dass die Ordnungspolitik bei uns noch eine Rolle spielen und wir das eben nicht irgendwelchen technischen oder algorithmischen Prozessen überlassen, sondern einem Rechtsrahmen und einem Ordnungsrahmen. Und das ist gleichzeitig auch der Aspekt, der sozusagen den Obersatz bildet. Was ist das, warum auch in der digitalen Welt Urheberrecht wichtig ist? Weil das, was dahinter steckt, Eigentumsschutz, Urheberpersönlichkeitsrecht und Verwertungsrecht, etwas ist, was auch in der digitalen Welt wichtig ist und was wir nicht so an die digitale Welt anpassen müssen, dass man nach der Linie Law follows Function sagt, also alle technischen Prozesse geben sozusagen die rechtlichen Bedingungen vor, sondern eher umgekehrt. Wir, der Staat, müssen die rechtlichen Rahmenbedingungen, Ordnungspolitik ist da ja vom Kollegen Ehrmann auch schon angesprochen worden, setzen, indem sich dann Freiheit auch entfalten kann, kreative Freiheit. Das Lieblingswort der letzten Monate ist ja Disruption. Und die schöpferische Zerstörung von Schumpeter ist ja beim Staatssekretär auch angeklungen. Das ist alles richtig und, glaube ich, auch für Innovationen wichtig. Aber das heißt eben nicht, dass damit einhergehen darf, dass man auf die Rechte pfeift und letztlich nur das Recht des Stärkeren, der nun gerade vielleicht ökonomisch durchstartet, das ist, worauf es ankommt. Auch da braucht es einen Ordnungsrahmen, in dem sich schöpferische Zerstörung entwickeln kann. Und das sicherzustellen, ist Aufgabe der Politik. Und da bietet eigentlich das klassische Urheberrecht eine ganze Menge. Wir haben in der letzten Wahlperiode, da habe ich ja der Enquete-Kommission Digitale Agenda angehört, Dieter Gorni und ich, wir haben da Stunden nebeneinander gesessen. Da war das eine ungeheuer aufgeladene Diskussion, wo sich letztlich alles, was irgendwie mit Digitalisierung zu tun hatte, im Urheberrecht aufgeladen hat. Ich bin froh, dass das ein Stück weit weg ist, dass die Diskussion einerseits in andere Argumentationsbahnen gelangt ist, dass aber auch die vielen anderen Punkte, die eine Rolle spielen, zum Beispiel das Kartellrecht, bei der Frage Werbung auf illegalen Seiten,
dagegen was zu unternehmen, gibt es ja Initiativen, da ist auf einmal das Kartellrecht eine Hürde, die da irgendwas sperren soll. Und auf der anderen Seite erleben wir ökonomische Konzentrationsprozesse in der Digitalisierung, die kartellrechtsirrelevant sind, sein sollen. Da passt also irgendwas nicht zueinander. Das heißt, wir müssen, ich glaube, Digitalisierung und digitale Agenda heißt, diese Punkte übergreifend zu sehen und in eine Gesamtstrategie zusammenzuführen. Und dazu gehört dann eben auch Telemediengesetz mit WLAN-Haftung, dazu gehört Provider-Haftung, dazu gehört aber eben auch das klassische Urheberrecht mit Hinterlegungspflicht etc. Also bevor wir vielleicht nochmal auf die Details gehen, ein Punkt, der vorhin in der Diskussion ja schon anklang, wie es eigentlich sein kann oder was die Erklärung dafür ist, dass diese ganze Diskussion, die ja viele Menschen berührt, den sogenannten Netzaktivisten überlassen wurde oder jedenfalls diese Stimme besonders vehement zu vernehmen immer war, wenn es um die Anpassung an digitale Veränderungsprozesse ging. Was ist Ihre Erklärung dafür? Das hängt vielleicht damit zusammen, dass diejenigen, die auch politische Entscheidungsprozesse gestalten, nicht so nah dran sind, und zwar persönlich zu nah dran sind, das selbst rechtzeitig zu antizipieren. Das könnte eine Erklärung sein. Wir sind da Gott sei Dank jetzt ein deutliches Stück weiter. Also Sie nehmen eine Klimaveränderung wahr? Auf jeden Fall. Das ist also sehr weit gereiftes Bewusstsein. Ich persönlich habe auch in meinem Umfeld da immer heftige Debatten gehabt, weil ich, da bin ich old fashioned, mich selbst gefragt habe, was ist eigentlich die neue Qualität der technologischen Entwicklung? Werden damit uralte Rechtsprinzipien auf einmal obsolet, wie das Eigentumsrecht, die Freiheit, sich zu entfalten? Das kann so nicht sein. Und insofern, das trägt aber langsam, dass es im Grunde genommen weit, auch die ökonomischen Wirkungen werden für viele auch spürbar, dass sie selbst auf einmal Betroffene sind und sagen, das kann alles so nicht richtig sein. Also ich glaube, dass da schon ein Lernprozess auf allen Seiten stattfindet. Und insofern dieses Beispiel, was ich vorhin anekdotisch meinte, einführen zu müssen, das steht ja für enorme Veränderungen, auch klassischer, serieller Wertschöpfungsketten. Und die neue Technologie führt eben zu Anpassungen, zu Veränderungen, Strukturveränderungen, ohne den Grundgedanken der Rechtsordnung, der individuellen Freiheit auszuhebeln. Und wenn ich von Ordnungspolitik spreche, soll es eine keine begrenzende Ordnungspolitik sein, sondern die Innovation, die Kraft,